Radio Regenbogen. Katrin kocht. Garfield wird dieses Jahr 40 Jahre alt, also machen wir jetzt bei Katrin Koch zu seinen Ehren Lasagne. Ja, eine Lasagne in Garfield-Farben, ja. Aber wahrscheinlich nicht nach Garfields Geschmack. Warum? Und vielleicht auch nicht nach deinem. Oh Gott, was? Sie wird vegetarisch. Und mit Auberginen. Ach nö. Ja. Ach ja, aber du hast, ich habe schon mal reingelinst ins Rezept. Apropos reingelinst? Ja, so. Mit Linsen. Aua, das war einer. Das war einer. Das wird frittiert, gebacken, irgendwie sowas. Nee, nicht frittiert, die werden gebacken schnell. Gebacken, ja. Dann ist es ja nicht ganz so schlimm, glaube ich. Vielleicht noch ein Wort zu der Lasagne blättern. Ja. Man kann sowohl die harten nehmen, also die getrockneten Nudelteigblätter, als auch natürlich frische. Ich mag frische lieber. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, gibt es auch Pastateig oder Maultaschenteig, das ist egal. Weil ich finde, die passen sich besser an meine Formen an. Mhm. Gerade wenn man runde Formen hat, kann man die besser zuschneiden. Ich habe zwar heute eckige, aber die sind auch nicht ganz passend für diese. Und man braucht ein bisschen weniger Soße. Weil bei die Festen, die liegen ja immer so starr. Gerade wenn man Hackfleisch hat, dann kippelt das immer so. Ja. Also ich finde das. Ich habe es, glaube ich, noch vor 2 Wochen oder so, habe ich selber Lasagne gemacht. Und da hat mich das so genervt mit diesen festen Dingern, weil ich die dann so zerbrochen habe, dann verbröseln die total, muss sie da reinlegen. Und ich habe da übrigens auch das erste Mal Bechamelsoße gemacht. Aha. Ich war sehr stolz auf mich. Das machen wir heute auch nicht, weil ich mag keine Bechamelsoße. Weil mir das mit dem Mehlpaps, das ist nicht so mein Ding, auch wenn die gut gemacht sein kann. Wir machen das mit Ricotta. Ich habe hier schon mal ein bisschen Ricotta reingegeben. Da kommen dann 2 Eigelb ran, Parmesan, Salz, Pfeffer. Machen wir quasi so einen Würzkäse und der kommt dann oben drauf. Schmeckt super. Nur oben drauf. Also nur oben drauf, nicht zwischendrin. Zwischendrin arbeite ich nur mit Tomatensauce. Und natürlich mit den Linsen. Aber wir haben zwischendrin ganz viel Zeit zum Quatschen. Ich würde die ganz gern in den Ofen schieben. Und zwar habe ich hier eine Aubergine, kurz mit Salz bestreut, so 10, 15 Minuten ziehen lassen. Dann entwässern die schon ein bisschen. Das tupfe ich jetzt ab. Und streiche die ein bisschen mit Öl ein, damit ein bisschen Geschmäckle rankommt. Ne? Es ist ja so, man kann die jetzt in der Pfanne rösten. Jetzt ist es ja von beiden Seiten richtig in Fett braten. Jetzt ist es aber so, das ist mir zu viel und zu warm und überhaupt. Und spritzt zu sehr und macht mir zu sehr Geruch in der Wohnung. Und deswegen mache ich das im Ofen. Auf ein bisschen Papier, damit das leichter dann vom Backblech abgeht. Und ich gebe das jetzt bei 220 Grad mit Umluftgrill. Aber nicht ganz oben unter den Grill, dann ist das Papier anfällig und das Papier darf auch nicht überstehen. Also das Papier muss passend zum Backblech sein, dann kann man auch den Grill zuschalten, weil es normalerweise nicht sein sollte. Und ich schiebe das hier. Aber man könnte es auch nur bei Umluft machen, oder? Ja, da dauert es länger. Ach so. Ich will es jetzt halt, ich habe den Umluftgrill, damit die oben ein bisschen bräunen. Und dann wenden wir die und dann machen wir sie an der anderen Seite. Wie lange? Noch. Ach, ich glaube so 10 Minuten. Da müssen wir mal ein Auge drauf werfen. Ich kann jetzt hier auch mal einen Wecker anstellen. Okay. Bei den Linsen, die du da reinmachen willst, muss man die nicht eigentlich irgendwie in Wasser einlegen oder so, die Linsen? Da habe ich rote Linsen, die sind in 10 bis 12 Minuten fertig. Also 12 Minuten, manche 15, das hängt ein bisschen, da muss man gucken, welche man gekauft hat und wie es auf der Verpackungsanleitung steht. So, okay. Da ein bisschen Butterschmalz drin und da kommt auch als erstes, wir machen das quasi wie beim Risotto. Wir schmelzen ein bisschen Zwiebel an und Knoblauch an, geben dann die Linsen dazu, 200 Gramm Linsen und dann werden die abgelöscht mit etwas Gemüsebrühe. Und ich nehme ganz viel Tomatensaft. Wir brauchen ja für die Lasagne viel Soße. Ja. Aber du machst es mit Tomatensaft, weil ich mache dann immer so Tomatenmark oder, ja, oder sowas. Ja, mache ich auch noch. Ich habe dann, weil das nicht reichen wird, noch ein bisschen Tomatensoße vorgekocht. Die können wir dann so nutzen. Wenn die Linsensoße ausgegangen ist. Wie hast du die Tomatensoße dann gemacht? Einfach Tomaten eingekocht? Oder? Nee, da nehme ich ganz normal diese pürierten Tomaten, also gehäckselten Tomaten aus der Packung mit Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, ganz einfach ein paar Kräuter ran. Okay. Und dann geht das ruckzuck. So. Der Knoblauch ran, ganz kurz anspitzen. Muss ich mal ein bisschen mehr machen kurz. Das heißt, die Linsen werden jetzt auch angebraten, bevor sie gekocht werden? Ganz kurz. Ist nicht notwendig, nicht richtig anbraten. Ich gebe das nur so rein. Gieße jetzt ungefähr mit
200 Milliliter Brühe auf. Und ich gebe jetzt noch kein Salz dran. Die Brühe ist auch nicht gesalzen. Ja, stimmt. Ja? Ich vergaß, Katrins Brühe ist nie gesalzen. Nein, ist nie gesalzen. Und brauchst du Hilfe? Ja, habe ich vorher schon gemacht. Ja, okay. Und da muss ich sagen, hier nehme ich natürlich einen sehr, sehr guten Tomatensaft. Willst du mal einen Schluck kosten? Ja. Ey, der ist der Knaller. Also da bin ich jetzt gespannt, ey, weil Tomaten, ich habe die ganze Zeit nach Karottensaft zum Beispiel geguckt und habe dann so einen gefunden, der war so sauer und eklig. Und einer Tomatensaft finde ich so eklig. Der besten Saftanbieter, den wir in Deutschland haben. So eine halbe Flasche. Mm. Oder? Ja, das schmeckt, als würdest du eine Tomate reinbeißen. Ja. Ist ja irre. Das sind die Datarino-Tomaten. Der ist nicht ganz billig, aber der ist unbezahlbar gut. Er hat wahrscheinlich so viel gekostet wie meine ganze Lasagne letztens. Wenn du Hackfleisch genommen hast von gut aufgewachsenen Tieren, dann nicht. Ja. So, dann kommt ein bisschen Zucker rein. Wie gesagt, Tomate schreit immer ein bisschen nach Zucker. Mhm. Ein Lorbeerblatt. Ein bisschen Tomatenmark noch zur Verstärkung des Aromas. Ich bin mal gespannt, wie tomatig die Lasagne am Ende dann schmeckt. So viel Tomatensaft, Tomatenmark, Tomatenpüree. Ja. So, jetzt können die Linsen auch schon so ein bisschen das Tomatenaroma annehmen. Mhm. Jetzt lassen wir die einfach 15 Minuten, 12 bis 15 Minuten. Ich koste dann mal. Die können noch ein ganz klein bisschen Biss haben, weil die ja noch in die Lasagne kommen und noch im Backofen sind. Also Brei wollen wir nicht, aber... Ich dachte schon, du magst deine Linsen wie deine Nudeln al dente oder so. Ja, wenn ich sie so esse, schon gerne. Also im Salat mag ich gerne al dente. So ein bisschen. Also die müssen Biss haben, ja. So. Wir gehen geschmacklich so weit auseinander. Ich dachte, das ist unfassbar. Würdest du das Glas bitte ein bisschen zur Seite stellen? Kannst auch noch austrinken. Ja, oder austrinken, genau. Dann machen wir jetzt diese... Nur das Eigelb, diese ne? Mischung? Ja, nur das Eigelb. Ja, sonst ist das Eiweiß nicht. Ich lass dich rühren. Aber wir brauchen erst mal ein bisschen Parmesan dran. Warte mal. Ach so. Frisch gerieben, gehobelt. Ja. Sekunde. Ich sehe ihn gar nicht. Una Sekunde, bitte. So. Den hole ich gleich, den gebe ich mal rüber. Mhm. Jetzt muss ich mir nur noch die Hände waschen. Ist wieder der Büffelmozzarella, ja, oder? Und der kommt auch dazwischen. Ach, auch? Also, ja. Dann. Also wenn wir schon kein Fleisch haben, dann ein bisschen gute Substanz darf rein. Ne? Ja, okay. So, ich habe hier noch ein bisschen geriebenen Parmesan von der letzten Nudelorgie übrig. Okay. Da kannst du aber bitte noch ein bisschen was ranreiben. Man braucht ungefähr 50 Gramm. Gebe ich dir. Währenddessen machst du den Mozzarella auf, ich bin zu blöd dafür. Das mache ich gleich. Das ist okay. Mach du das und reib noch bitte ein bisschen ran. Ein bisschen Salz. Da ist die Reibe. Ja, aber so. Mit Plastik oder? Heute nicht, nee, heute ohne. Ach, habe ich extra Papier gekauft, weil ich dachte, es wäre kein Plastik drin. Ja, von wegen. Mann, wie man es macht. Macht man es falsch. Ein bisschen Pfeffer. Der ist aber ziemlich weich, oder? Der. Ich habe Alten genommen, Älteren genommen. Oh. Das war geplant. Du, alles gut. Kippe ich das mal weg. Wenn man übrigens die Mozzarella nicht komplett braucht, die Lake aufheben, in eine Küchendose geben, den Rest von der Mozzarella rein und Deckel drauf und fertig. Da hält es sich besser. Okay, wenn man sie aus Versehen weggekippt hat, dann lieber Wasser drauf machen. Ist beim Schafskäse genauso. So knapp 10 Minuten sind um und die Linsen sind durch. Ja, die sind durch. Perfekt. Ah, ja. Die sind durch. Die sind jetzt auch gut, ne? Mhm. 10, 12 Minuten. Ich nehme das Blatt raus, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt habe ich noch kein Salz dran. Ja. Und noch kein großes Gewürz. Schau mal. Katrin kocht. Gewürzmischung für Gemüse, Kartoffeln, Reis und Hülsenfrüchte.
Katrin hat jetzt eine eigene Gewürzmanufaktur quasi, oder was? Habe ich mit der Luise Molz in Karlsruhe zusammen gemacht, ist nach meinen Wünschen gemixt worden. Also so Tomate, Knoblauch, Kräuter, der Macchia-Kräuter, Rosmarin, Zitrone. Wenig Salz, weil Salz kostet, es nimmt zu viel weg und kostet einfach nur so viel Geld. Bisschen Lavendel, ganz kleines bisschen Lavendel ist dran. Aber kannst du hinten lesen? Also ist für viele Sachen gemacht. Ich habe es vorrangig für Gemüse gemacht, insbesondere Pfannengemüse. Mhm. Geht aber eben sehr gut auch zu Linsen, wenn man sie so ein bisschen mediterran macht. Ja. Nicht orientalisch, mediterran. Okay. Und, upsa, jetzt habe ich ein bisschen wild gerührt. Und auch für Bratkartoffeln. Bratkartoffeln oder wenn man Reis so ein bisschen in der Pfanne macht, ist sehr, sehr schön, sehr lecker. Ja, riecht auch echt frisch. Ja. Gut. So, damit wird sich jetzt, weil hier ganz viele Kräuter drin sind, Rosmarin, Basilikum und so weiter, damit wird sich jetzt die Linsen, ein bisschen Salz ist noch dran, Zucker hatten wir ja vorher schon dran. Und du siehst, guck mal, die haben von der vielen Flüssigkeit, die wir rangegeben haben, relativ viel genommen. Ja, ganz schön viel aufgesaugt. Deswegen habe ich noch eine extra Tomatensauce gemacht, weil wir, das wird nicht reichen für die Lasagne. Die Lasagne braucht ja viel, viel Flüssigkeit. Ja. Wir können noch ein ganz kleines bisschen Tomatensaft dran geben, dass sich das dann ein bisschen besser verteilen lässt. Also da muss man ein bisschen flexibel sein. Die Linsen sind auch nur Menschen, ne? Jeder anders. Nee, klar. Ich fand das aber, also bei Lasagne finde ich das immer so schwierig, dass man halt gucken muss, dass es am Ende nicht zu flüssig wird, aber auch nicht zu trocken. Also ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie hoch dann die Flüssigkeit geht bei dir. Wirst du sehen. Ja. Was ich jetzt noch mache, die Auberginen pfeffer ich noch ganz kurz. Mhm. Ja, solange die hier herumliegen. Bloß ein klein bisschen. Und dann hatte ich eigentlich, das ist noch ein bisschen feucht, das Papier. Ich mache das in Papier. Und weißt du auch warum? Weil das dann nicht an den Rändern festsetzt und ich einfach keinen Arbeitsaufwand habe. Und man dann zwei Tage einweichen muss. Genau. Jetzt holen wir uns mal unsere Blätter. Mhm. Und wie hier sieht man schon, nicht zu zeitig schneiden, sonst trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber wir haben das jetzt ganz gut gemacht. Und das finde ich, das bringt dann statt Bechamel lieber so eine schöne Lage von dem, na sprich, Mozzarella dazwischen. Mhm. Du magst doch keine Auberginen, ne? Aber ich meine, wenn es so gebacken ist, das ist dann... Komm her, mein Hase. Ich zeige dir jetzt Empathie. Wir machen dir jetzt eine extra Lasagne. Das muss doch jetzt nicht sein. Die machst du dir jetzt. Halt mal kurz auf. Halt mal. Ich mach ein bisschen Dings rein. Deswegen wolltest du noch was übrig behalten. Ja, deswegen wollte ich noch was übrig behalten. Du kannst jetzt gerne ein passendes Blatt da reinmachen. Schneid hier. Ich mache das hier noch ein bisschen. Das ist immer so der ultimative Test, ob das Rezept auch Laien hinbekommen. Ja. So, wenn man jetzt solche nörgeligen Kollegen am Tisch hat, wie dich. Wirklich? Da brät man sich so ein bisschen Hack vorher, ein bisschen Zwiebel. Und macht das jetzt drauf, ja? Wir kommen in die Tränen. Ja. Sehr schön. So, vielen Dank. Das reicht auch. So, da kannst du ein bisschen von dem Mozzarella trotzdem drauflegen. Wenn du meinst, das reicht, dann kannst du... Ich glaube, da musst du irgendwann Stopp sagen. Nee, das reicht nie. Du, ich habe, wie gesagt, ich habe hier noch ein bisschen was in petto und so einen ganz einfachen Gouda, den können wir auch noch drauf. Ja, so oder? Ach komm, dann geht noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und da noch. Und dann machst du den Rest bei dir drauf und dann... So, und dann schieben wir das eigentlich auch schon rein. 175 Grad. Mhm. Ob das jetzt 25 Minuten. Ach, das ist der Vorteil übrigens an den weichen Blättern. Die festen brauchen länger. Ja, die müssen ja richtig garen, und die sich erstmal vollgesogen haben und so weiter und so. So, die Lasagne war jetzt circa eine halbe Stunde im Ofen. Wir haben sie jetzt auch noch auskühlen lassen, weil sonst hätten wir uns alles verbrannt wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und sie sieht echt super aus. Also ich finde, liegt es daran, dass es dieser weiche Teig ist? Das ist so schön wellig. Ja, das passt sich so super an. Also ich finde das ganz gut. Jetzt hast du natürlich den Vorteil, das reicht bei uns zum Beispiel für zwei Personen. Mhm. Wenn du kannst das jetzt zum Beispiel so hier rausnehmen, wenn du mit anfassen willst. Guck mal, wir können das jetzt mal hier rüberlegen. So, und dann könntest du jetzt hier das auf eine Platte legen und dir quasi hier deine Portion abschneiden. Praktisch.
Mm. Mm. Das ist so typisch Lasagne, da will man direkt immer mehr von essen. Das ist richtig gut. Ich bleib dabei. Und ich finde ja, die Linsen passen richtig. Also wie gesagt, ich war erst irgendwie skeptisch und hätte ich jetzt, glaube ich, nicht selber gemacht. Toll, aber die passen richtig gut zu diesem Teig auch. Und obwohl da ja sehr viel, finde ich, Käse auch irgendwie dran ist, aber er ist auch nicht so penetrant. Mhm. Also es ist, ja oder? Es ist schon Käse. Käsig mit diesem Ricotta und Parmesan und so. Aber es ist ja relativ dünn. Ja, genau, es ist ja nur die obere Schicht. Mhm. Ich erst noch dachte, ach komm, pack's auf jede Schicht, aber dann schmeckt es gut durch. Nein, es ist nur eine Schicht. Also sonst wird es zu viel, sonst wird es auch zu heavy. Mhm. Also das ist ja auch ein bisschen fett, ne? Aber da kann man bleiben. Also. Ja. Lasagne, mal anders, mit Linsen. Ein Hoch auf Garfield. Ja, guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Ja, tschüss.